Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine prekäre Situation lenken, die die Sicherheit und den Schutz aller Bürger in Rheinland-Pfalz betrifft, nämlich der besorgniserregende Zustand unserer Polizei in Rheinland-Pfalz. Erst vor kurzem haben sich zwei Polizeibeamte des PP Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen bei der Tageszeitung Die Rheinland-Pfalz geoutet. Sie beschweren sich dabei über schlechte Arbeitsbedingungen, über zu wenig Personal, schlechte Bezahlung und Überstunden ohne Ende. Aus Angst vor negativen dienstlichen Konsequenzen traten sie nur anonym auf. In diesem Zusammenhang ist auch äußerst beunruhigend, dass so viele Polizeibeamte wie noch nie ihren Dienst freiwillig quittiert haben. Im Jahr 2023 waren es bis Ende September 30, ein Anstieg von fast 50% im Vergleich zu den Vorjahren. Die Gründe für diesen alarmierenden Trend sind klar. Die Arbeitsbedingungen, Bezahlung und Aufstiegsmöglichkeiten für die Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz sind problematisch. Die finanzielle Entlohnung steht in keinem angemessenen Verhältnis zur geleisteten Arbeit und den eingegangenen Risiken. Ebenso tragen bürokratische Hürden und mangelnde berufliche Perspektiven zur Frustration der Polizeibeamten teil. Auch scheint der politische Rückhalt zu fehlen, was die Motivation und Arbeitsmoral weiter negativ beeinflusst. Die Einstellungssituation bei der Polizei offenbart ebenfalls erhebliche Defizite. Zwischen 2018 und 2023 hat sich die Zahl der Bewerbungen fast halbiert, von 4.044 auf 2.439. Dazu kommt noch, dass zu den beiden Einstellungsterminen im Mai und Oktober, wie bereits mehrfach geschehen, 20-25% weniger Studienanfänger wie vorgesehen kommen, weil sie mittlerweile vermeintlich einen besseren Posten ergattert haben. Die Abwanderung qualifizierter Polizeibeamter zu Bundesbehörden und anderen Bundesländern gefährdet die Sicherheit in Rheinland-Pfalz. Besonders besorgniserregend ist auch der Austritt hochqualifizierter Experten aus dem Landeskriminalamt. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Mayer, macht es ebenfalls an den drei Punkten fest. Schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung, schlechte Aufstiegsmöglichkeiten. Hier Beförderungsstau und warten auf eine Beförderung von 6 bis 10 Jahren. Viel zu lang. Weiterhin äußert er, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, die Besoldung in Rheinland-Pfalz liegt am unteren Limit der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Parameter zur verfassungsmäßigen und amtsangemessenen Alimentation. Vor diesem Hintergrund fordern wir die Landesregierung dringend auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Attraktivität des Polizeiberufs zu erhalten und den Personalverlust zu stoppen. Also die Erhöhung der Polizeizulage vor kurzem um 48 Euro brutto war nicht der große Schritt, als den Sie ihn gefeiert haben, sondern nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie sehen, es reicht also nicht, es reicht bei weitem nicht, nur rhythmisch zu klatschen, wenn der Name Polizei fällt. Hier müssen Taten folgen. Unsere Forderungen umfassen mehrere wesentliche Punkte zur Verbesserung der finanziellen Situation. Als wichtigster Punkt gilt hier die Forderung nach Einführung der optionalen Freiheitsfürsorge. Dies würde den Beamten die Wahlmöglichkeit zwischen Beihilfe und Freiheitsfürsorge gemäß einer Änderung des § 113a Landesbeamtengesetz ermöglichen. Und dies, ohne die Beihilfe schlecht zu reden. Es entstünden hier lediglich Kosten in Höhe von 6 Millionen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erhöhung der Dutzzulage. Hier sollte das Niveau von Bayern, BAVÜ und des Bundes erreicht werden. Ein Beispiel: Nachtdienst Rheinland-Pfalz 1,86 Euro zusätzlich, in BAVÜ 3,71 Euro, 2 Euro weniger in jeder Stunde. Gerade in der Süd- und Vorderpfalz konkurrieren wir mit Baden-Württemberg. Dort gibt es die freie Heilfürsorge. Eingangsamt im gehobenen Dienst ist A10. Selbst im mittleren Dienst ist Einstiegsamt A8, Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen. Die Grundlage, das Grundgehalt ist wesentlich höher als bei uns. Als Beispiel BAVÜ A10, Dienstaltersstufe 8, 4.334 Euro, Rheinland-Pfalz 3.881, 450 Euro weniger.
muss zum Schluss kommen. Ein Dank geht von meiner Stelle an alle rheinland-pfälzischen Polizeibeamten, die trotz aller widrigen Umstände hervorragende Arbeit leisten. Danke.